Zeuge Hans Wilhelm Münk, Deutschland, Arzt, 52 Jahre alt, 22. Verhandlungstag, 2.3.1964 und 23. Verhandlungstag, 5.3.1964. In Polen damals bei diesem Gericht bekommen, wie ist er denn da abgeschnitten? Er ist Todesstrafe. Todesstrafe. Ja. Und kennen Sie den Angeklagten Barecki? Nein. Kennen Sie den Angeklagten Bischof? Bischof, ja. Bischof, Sie meinen den Blockführer? Nein. Ich meinte den technischen Abteilung, den Bauführer oder was? Bauabteilung. Den meine ich nicht. Nein. Breitwieser? Ja. Den kennen Sie? Auch von Polen her. Von Polen her? Ja. Und was hat der gemacht? Was war der? Ich weiß, Breitwieser war mit in meinem Prozess angeklagt, ja. Wenn es der ist. Ja, und als was war er angeklagt? Ja, in Polen im Wesentlichen als Pole, es wurde ihm besonders angelastet, dass er als Pole, als gebürtiger Pole, sich der SS zur Verfügung gestellt hat, in Auschwitz-Dienst, überhaupt der SS zur Verfügung gestellt und dann noch speziell in Auschwitz-Dienst zu tun. Und es wurde ihm angelastet, dass er sich den Polen, dass er besonders die Polen schlecht behandelt habe. Und was verstand man unter schlechter Behandlung? Benachteiligung gegenüber anderen Häftlingen und kennen Sie Dr. Lukas? Nein, das haben Sie bereits verneint. Dr. Frank? Ja, ja. Was war der? Zahnarzt, hatte ich Zahnarzt. Zahnarzt. Und haben Sie den bei Selektionen gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Sie können sich nicht erinnern. Dr. Schatz? Ja, ja. Haben Sie den bei Selektionen gesehen? Da kann mich auch nicht konkret erinnern. Konkret erinnern? Das war, Schatz kam ja sehr spät, der kam erst am Ende, im Herbst 44 oder sowas. Februar 44. Ja, ja. Ab 30. Januar sogar. Ja, ja, und haben Sie sich mit den Herren nicht mal unterhalten über Ihre Tätigkeit? Und natürlich hat man sich, freilich haben wir uns unterhalten, nicht über Selektionen, allgemein natürlich schon. Ja, und haben die Herren Ihnen nicht erzählt, dass Sie auch dabei gewesen sind oder haben Sie Ihnen erzählt, dass Sie mitgewirkt haben bei Selektionen? Nein. Wenn man über Sektionen sprach mit anderen SS-Angehörigen, ist erstaunlich, wie freimütig das nicht nur von den Ärzten, also von uns, die wir als Kollegen zusammen uns unterhielten, abgelehnt wurde oder sagen wir mal als eine Fehlleistung, angeschaut wurde. Auch von anderen wurden die Selektionen, die direkt abgelehnt und verworfen. Abgelehnt und verworfen, damals auch. Nicht? Ja, ja. Ist nicht so, dass man sagen kann, dass auch, wenn Sie irgendeinen der Selektierenden, langjährig Selektierenden SS nehmen, dass die dann nun begeistert mitgetan hätten oder das als die richtige Lösung angesehen haben. Aber es gab auch wieder andere, die sagten, unter den Verhältnissen, wie es nun wirklich besteht, wenn beschlossen ist, dass die Juden umgebracht werden sollen und dass nur die noch Arbeitsfähigen erst das noch arbeiten sollen, was sie leisten können und dann auch umgebracht werden, dann ist es zweifellos humaner, wenn man die Nicht-Arbeitsfähigen, auch wenn sie Kinder sind, in die Gaskammern schickt. Das war eine Version, eine Meinung und eine Darstellung im Lager, die sehr viel diskutiert wurde. Also Sie wissen jedenfalls nicht, ob die Betreffenden sich irgendwie beteiligt haben an den Selektionen oder sonstigen Dingen. Kennen Sie Claire? Claire kenne ich, ja. Was der war sein Dienstgrad beim war sein Dienstgrad und beim Krankenbau. Bitte? Am Krankenbau, ja. Ja. Und was tat er? Das ist nun immer für mich furchtbar schwer
zu wissen oder vielmehr konkret zu sagen, weiß ich das aus irgendwelchen Verhandlungen während meines Prozesses, während den ich in Polen, ja, der auch Monate gedauert hat, oder weiß ich das aus eigener Anschauung, oder habe ich das in der Zeitung gelesen, oder hat mir einer darüber berichtet, oder habe ich mich darum unterhalten mit Beteiligten, ja, was haben Sie dass, denn er, ja, dass er die Spritzen, dass er Phenolspritzen gegeben hat und dass er sich in dieser Weise... Ich meine, etwas Neues zu dem Komplex Claire kann ich sicher nicht sagen. Ich habe ihn weder dabei gesehen, noch mich persönlich mit ihm unterhalten. Also, Herr Doktor, ich verstehe ja voll und ganz, dass Sie hier in einer nicht sehr angenehmen Situation sich befinden, aber ich kann Ihnen halt nicht helfen. Ich muss diese Fragen an Sie stellen und Sie müssen Ihr Gedächtnis eben entsprechend bemühen, um uns zu sagen, was Sie noch wissen. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Und wenn es auch den Angeklagten unangenehm ist und wenn die Angeklagten gerecht sind, kann man ihnen keinen Vorwurf machen, denn sie sind als Zeuge verpflichtet, die reine Wahrheit zu sagen und das hinterher zu beschwören. Und wenn sie etwas beschwören würden, was nicht wahr wäre, dann hätten sie ja dadurch zeitlebens einen Nachteil, nicht? Und deshalb muss ich Sie schon bitten, uns doch genau zu sagen, wenn Sie etwas wissen. Und wenn Sie es gehört haben, dann erzählen Sie uns als von Hörensagen bekannt. Das können, sollen Sie ruhig differenzieren, wenn Sie es noch können. Aber wenn Sie was wissen, müssen Sie uns schon sagen. Das will ich durchaus auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, von Claire habe ich selbst in dem, was ihm vorgeworfen wird, was ihm aber angeklagt ist, nicht gesehen. Aber ich habe sehr viel davon gehört, weil auch in Auschwitz, in den Gesprächen mit anderen Ärzten, die Frage der Humanität des Vergasens oder des Abspritzens oder irgendwelche anderen Methoden natürlich immer im Gespräch war. Mhm. Und da ist es, wie gesagt, eben sehr schwer für mich nun im Einzelnen konkret zu sehen, sagen, woher weiß ich das und woher habe ich... Ja. Also wenn mir fällt zunächst auf, dass Sie uns gesagt haben, ich werde in diesem Fall nichts besonders Neues sagen können. Ja. Oder werde nichts... Sie wissen ja gar nicht, was wir wissen und was wir nicht wissen. Also wäre mir es doch mal zunächst interessant, wenn Sie mal kurzabend zunächst mal sagen würden, was Sie im Gedächtnis haben. Nachher können wir dann prüfen, ob Sie das aus eigener Wissenschaft wissen oder wo Sie sonst her haben. Aber was haben Sie denn bei Claire noch im Gedächtnis? Dass er Phenolspritzen gegeben hat? Ja. Wohin gegeben hat? Ins Herz oder in die Venen? Die Technik, als sie fertig war, war die Phenolspritze ins Herz. Die Technik, als sie fertig war. Aber ich weiß, dass also mehrfach experimentiert wurde, um eine entsprechende Technik zu finden, des Abspritzens zu finden. Und da weiß ich nur, dass bin ich völlig überfragt, wenn Sie mir sagen, von wem und unter welchen Verhältnissen und ich das nun alles weiß. Das will ich ja zunächst mal gar nicht wissen. Also Sie wissen, dass Claire Phenolspritzen ins Herz gab, nicht? Wissen Sie, ja? Ja. Und wissen Sie auch, wo das geschah? Im Krankenbau, im Krankenstammlager. Wissen Sie auch, wieso er dazu kam und welche Leute dazu hergenommen wurden? Solches waren die wieder innerhalb des Krankenbaus selektiert waren. Die innerhalb des Krankenbaus selektiert waren. Nun ja, also Claire hat uns das auch ein bisschen anders geschildert, aber immerhin, da waren sicher auch welche drunter. Und wissen Sie, wo er den Befehl dazu her hatte, sowas zu tun? Oder hat er das ohne Befehl getan? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht. Wissen Sie, ob Claire sonstige Dinge noch getan hat, ob er vielleicht sich ein bisschen so als Arzt aufgespielt hat?
Ich weiß das, aber ich weiß nicht, woher. Es ist möglich, dass ich das gelesen habe, aber das wäre etwas, was in Auschwitz nicht besonders aufgefallen wäre. Sie glauben nicht, dass es besonders aufgefallen ist, aber Sie haben irgendwo... Das wäre mir nicht besonders aufgefallen, das haben andere auch getan. Ich meine, andere Sanitätsdienstgrade haben sich sehr als... andere Sanitätsdienstgrade haben das auch getan. Wissen Sie auch, ob er besondere Marotten hatte auf diesem Gebiet? Nein. Nein? Zum Beispiel, dass er sich üben wollte, Lumbalanästhesien zu machen oder Nein. sonst. Nein. Aber auch das sehe ich nicht unter den, wie sagen wir, unter den Verhältnissen von Auschwitz, also unter dem, es ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit, aber ich sehe es nicht unter dem Milieu von Auschwitz als eine Besonderheit an, die mir auch irgendwie haften geblieben wäre, wenn ich es. Na. Wie Sie meinen, kennen Sie den Angeklagten Scherpe? Nein. Kennen Sie den Angeklagten Handel? Nein. Neubert? Nein. Und den Häftlingsältesten oder den Blockältesten Bednarek? Nein, zumindest, nein. Auch nicht? Nein. Ja. Nun hätte ich ja ganz gern von Ihnen erfahren, warum man ausgerechnet die Ärzte auf die Rampe geschickt hat, um dort auszuwählen, wer ins Lager kommen sollte und wer nicht. Ich nehme an, dass, ich habe mich sehr oft diese Frage auch schon gestellt und man hat auch, das liegt sicher an der Tatsache, dass jeder der verschiedenen Institutionen innerhalb des KZs versuchte, möglichst viele Kompetenzen an sich zu reißen, um eine Rolle zu spielen. Der Herr Wirz. In dem Fall, ich will nicht mehr sagen, ob es Wirz war, das kann auch Lolling gewesen sein. Mhm. Sogar wahrscheinlicher. Also jedenfalls einer, der glaubte, eine relativ entbehrliche Position zu haben, meistens in Berlin, und versuchte nun, sich unentbehrlich zu machen. Mhm. Das, glaube ich, ist nach meiner Erfahrung die wahrscheinlichste. Also an und für sich ist es doch im Wesen des Ärzteberufs, dass er Menschen heilt und gesund macht und nicht auswählt zur Tötung. Ne? Sicher, zweifellos. So ist es doch. Ja. Und deshalb ist es doch an und für sich eigentümlich, dass man hier gerade Ärzte beauftragt hat mit der Entscheidung darüber, wer in die Gaskammer gehen musste und wer nicht. Meine Erklärung ist die, die ich Ihnen versuchte, nach allem, was ich sonst noch an Möglichkeiten ventiliert habe. Ja. Nun, sagen Sie bitte mal, ist nach diesem Krieg, und zwar vor Ihrer Vernehmung hier bei der Staatsanwaltschaft, bei Ihnen jemand gewesen oder ein Herr Eisle bei Ihnen gewesen? Ja. Aus Göppingen? Ja. Was wollte denn der Herr Eisler? Ja, wollte von mir entlastendes Material, oder nicht ein Material, das war entlastendes, über seinen Freund Capesius hören. Mhm. Oder haben und mich dazu fragen und veranlassen, das dem Gericht zur Verfügung zu stellen. Mhm. Haben Sie solches Material gehabt? Ja, ich habe alles gesagt, was ich weiß über Capesius und über seine Position und über sein... Was davon entlastend ist. Ja, glaubten Sie, dass Sie ihn damit entlasten konnten? Ich kann nur das sagen, was ich weiß von ihm. Und das ich nehme an, dass Herr Eisler hat mir erzählt, dass er von Capesius weiß, dass er nicht selektiert hat, weil er den Lagerarzt Art Klein veranlassen konnte, für ihn Dienst zu tun. Der Eisler hat ihm gesagt, er wisse von Capesius, dass dieser nicht selektiert habe, sondern dass er immer den Arzt Dr. Klein veranlasst habe, ja, für ihn den Dienst zu tun. Ja. Das wisse er, Eisler. Ja. Ja. Und warum hat er ihm das wohl gesagt, Herr? Ob ich ihm das bestätigen kann. Ob Sie ihm das bestätigen? Ob ich davon wisse. Ob Sie davon wissen. Und wussten Sie davon? Ich wusste nicht davon, aber ich halte es für möglich. Für möglich, ne? Ich weiß davon nichts, ich habe es weder... Sie wissen nichts davon. Nein.
Nun konnten Sie doch auch praktisch zur Entlastung des Herrn Dr. Capesius nicht beitragen. Oder ja, doch? Ich kann sagen, ich halte es durchaus für möglich, dass Capesius das getan hat, dass Klein für ihn seinen Selektionsdienst gemacht hat. Und können Sie mir auch sagen, aus welchen Gründen Sie es für möglich halten? Sie waren sehr eng befreundet. Sie waren Landsleute aus Rumänien. Sie haben, Klein hat sehr gern getrunken und ich weiß sicher, dass er mit dem Quantität, die ihm normal zur Verfügung gestanden hat, nicht fertig geworden ist. Dass er mehr getrunken hat. Sah der Herr Klein und der Herr Capesius sich ähnlich? Beide sind nicht groß. Capesius ist wesentlich dicker gewesen. Sprachen Sie den gleichen Jargon? Ja, das ist. Oder war es so, dass der Dr. Klein recht akzentfrei Hochdeutsch sprach und der Herr Capesius ein bisschen mit Akzent? Nein, Klein hatte auf jeden Fall einen Akzent. Klein hatte auf jeden Fall einen Akzent. Das ist sicher. Wir haben das heute Morgen anders gehört. Ich habe Klein absolut als den siebenbürgischen Akzent habe ich den kleinen in Erinnerung. Ja. Haben Sie einmal bei irgendwelchen Erschießungen teilgenommen? Von SS-Leuten oder von Häftlingen, meinen Sie? Von Häftlingen? Nein. Ja. Und sonst haben Sie ja von den hier Angeklagten weniger gehört und gesehen. Tja, damit wäre meine Vernehmung des Herrn Dr. Münch beendet, aber ich glaube, dass da sich noch eine Masse Fragen anschließen werden. Wie ist es mit Ihnen, Herr Staatsmann? Sie haben mehrere Fragen, Herr Ormond, auch. Ich verstehe nicht, das richtet sich nach diesen Fragen. Tja, da werden wir heute vermutlich nicht fertig werden, denn wir sollen um 4 Uhr den Saal räumen. Wir müssen um 4 Uhr räumen, wegen, weil er gebraucht wird. Wie viele Kilometer haben Sie zu fahren von Roßhaupten hierher? Ja, ich bin, wenn ich schnell fahre, mindestens 6-7 Stunden unterwegs. Sind Sie mit dem Wagen gekommen? Ja. Mhm. Sie sind praktischer Arzt, Sie haben Ihre Praxis. Ja. Die Voraussetzung, um überhaupt solche Berechnungen anstellen zu können, war die, dass man wusste, wie viel wurde offiziell den Häftling ausgegeben. Was konnte er wirklich erwarten, was konnte man erwarten, dass im Durchschnitt der Häftling an Kalorien in der Suppe und im Brot und in Margarine bekam. Und dazu hatte ich ganz konkrete Unterlagen, weil wir, zumindest aus meiner Zeit, da hatte ich sehr darauf gesehen, seit 1943 und 1944 routinemäßig auch Suppen untersucht hatte, von denen ich meistens die Proben genommen habe, völlig frei irgendwo aus einem Kommando hingegangen, einen Schlag Suppe genommen und dann untersuchen lassen. Und dazu auch die Brotrationen waren ja bekannt, zumindest die theoretischen. Und zwar theoretisch, aber auch insofern exakt, was wirklich ausgegeben war. Verschoben wurde es ja dann von der Küche abwärts innerhalb des Lagers. Das war ganz genau zu erkennen und da konnte ich auch noch Anhalte bekommen von Schippel, der zu gleicher Zeit mit in Polen inhaftiert war. Das war ein Führer des Fabrikskommandos, der mir da auch sehr genau noch sagen konnte. Aber es gab ja auch aus diesen Akten genügend, was ich hatte, dass ich also mit Sicherheit sagen konnte, es sind, was theoretisch zusteht, genau 1500 Kalorien täglich. Und aus dieser Grundtatsache und aus der Tatsache, dass also ein Teil eben verschoben wurde, den konnte man nämlich eigenartigerweise berechnen. Das ist ein bisschen etwas statistisch-mathematische Arbeit gewesen. Aber ich konnte herausrechnen, dass 75% aller Häftlinge unterernährt sein mussten
unter der Voraussetzung, dass etwa 10% der Nahrungsmittel verschoben wurden. Und dass das etwa 10% war, geht daraus hervor, dass die Suppen etwa 10 bis 15% weniger Kalorien enthielten, als sie theoretisch enthalten sollen. Aus einer Anzahl von, einer großen Anzahl von Analysen konnte ich das feststellen. Da war immer nämlich der Sollwert, in der Küche war das angeschlagen, es war ja alles sehr exakt. Hier sollen 700 Kalorien drin haben und 600 waren drinnen. Und aus diesen Tatsachen konnte man sagen, so viel war an, das handelt sich meistens, die Rüben und der Graupen und so weiter, die wurden nicht verschoben, sondern es war die Margarine, die heraus war. Da konnte man also sagen, so und so viel Gramm Margarine waren nicht drinnen, die hineingehörte. Und ich musste nur eine Hypothese machen und die ging ums Brot, das, die genaue Menge des Brotes, ich glaube 300 Gramm, das weiß ich jetzt nicht genau, die war bekannt und ich setzte voraus, dass 10% nur verschoben werden. Und dann ergibt sich unter dieser Minimalangabe genau, dass 25% überleben konnten. Dass also 25% der Häftlinge sich nebenbei zu den 1500 Kalorien noch so viel zusammen, ich muss das Wort brauchen, organisieren konnten, dass das Existenzminimum gewahrt war. Bei leichter und mittlerer Arbeit, und das war ja die gegeben bei allen Funktionären. Und nur ein Funktionär konnte konnte sich eine Sonderration beschaffen. Und nur einer, also im großen Stadtdurchschnitt gesehen, nur einer, der mindestens eine Generation überlebt hatte, aus irgendwelchen glücklichen Umständen, der also länger als ein halbes Jahr, das hatte ich ausgerechnet, ein halbes Jahr kann einer, wenn er ohne Zuhilfe, ohne Nahrungsmittelzusatz ins Lager kommt, kann er ein halbes Jahr leben. Nur wenn er dieses halbe Jahr überstanden hatte, hatte er überhaupt die Möglichkeit, in einen Funktionärsposten zu kommen. Es sei denn, es waren außerordentlich Ausnahme- und Glücksumstände. Und das ist nun ist das, was mich an dieser Arbeit besonders, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, jedenfalls dann doch befriedigt hatte, dass all diese theoretischen Berechnungen, die man angestellt hat und die sich in einer Kurve sehr schön ergeben, dass die dann in der Praxis wirklich auch so waren und das konnte man aufgrund der Überlebensdauern durch feststellen, die man, weil ja nur alles genau registriert war, an den Nummern ablesen konnte. Wenn einer eine Nummer 2.635.000 und so weiter hatte und ist dann und es wurde der Todesschein oder er wurde dann verbucht, wenn er gestorben war, dann war das immer ungefähr ein halbes Jahr später. Es sei denn, es sind solche Umstände gewesen, wie ich sie geschildert habe, dass er als Funktionär oder in einer anderen Weise sich eine zusätzliche Ernährung beschaffen konnte, vielleicht in der Landwirtschaft gearbeitet hat, da waren ja durchaus bessere Verhältnisse, dann ist er über die Runden gekommen. Ich konnte mit dieser Berechnung auch mit meinem Material, was ich aus den Akten hatte, auch feststellen, dass im Laufe des Jahres 1944 die Ernährung sich gebessert hatte. Nicht sehr viel, aber es geht deutlich aus den Zahlen und deutlich aus der Kurve hervor, aus der Kurve der Lebenserwartung. Nämlich aus der Kurve der, durchschnittlich haben die Häftlinge 2 Monate länger gelebt, 1944 als 1943. Und daraus kann man wieder rückwirkend berechnen, um wie viel mehr die Ernährung gewesen sein muss. Können Sie Angaben darüber machen, ob sich der Befehlsbereich des Adjutanten auch auf die Fahrbereitschaft erstreckt hat? Ja, warum nicht? Natürlich. Ja, bitte. Ich meine, ich weiß nicht, es gab eine wer die Fahrbereitschaft, die unterstand unmittelbar der Kommandantur und wurde von einem beauftragten Offizier der Kommandantur verwaltet. Verwaltet. Und was hatte der Adjutant damit zu tun? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Denn es ist theoretisch, normalerweise macht ein Adjutant was anderes als eine Fahrbereitschaft leiten, aber, ja. Aber ich kann mir vorstellen, es könnte möglich sein, dass bei Personalmangel das möglich ist. Ihnen ist nichts darüber bekannt, ob nach der Lagerordnung, die für Auschwitz galt, der Adjutant
Chef, der eigentliche Chef der Fahrbereitschaft war? Nein, da weiß ich nicht. Wir hatten eine eigene Fahrbereitschaft, die nun wieder dem Hygieneinstitut unterstand, obwohl es so weit weg war. Ja. Aber damit konnten wir unsere Berechtigung besser dokumentieren. Und wenn Sie wegfahren wollten, ist es vorgekommen, dass Sie Auschwitz verlassen haben in einem Kraftwagen, eine längere Fahrt? Nein, nein. Ist nicht vorgekommen? Nein. Ist Ihnen bekannt, wer Fahrbefehle unterschrieb? Von der Kommandantur, ja. vom Lager aus. Ja. Nein, ist Ihnen nicht bekannt. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern, dass die drei Lager, Monowitz, Auschwitz I und Auschwitz II, Birkenau, getrennt worden sind, zumindest auf dem Papier zunächst mal, im Ende 1943? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Monowitz Auschwitz I und Auschwitz II getrennt verhandelt. Da kann ich mich nicht konkret äußern. Sie haben dem Herrn Vorsitzenden auf entsprechende Frage geantwortet, dass der Selektionsbefehl schriftlich niedergelegt worden sei. Würden Sie bitte im Einzelnen schildern, wie dieses Schriftstück aussah, insbesondere wer es unterschrieben hat? Das kann ich leider nicht, denn ich habe mir gerade nachträglich nach der letzten Verhandlung noch genau überlegt, was ich gesehen wirklich habe und was ich gewusst habe und was mir gesagt wurde und was ich an Instruktionen bekommen habe. Also da habe ich wirklich kein genaues Vorstellungsvermögen darüber. Aber es ist schriftlich wahr, das weiß ich sicher. Das weiß ich sicher, weil ich weiß, dass Delmotte lange mit dem Ding rumgegangen ist und mit mir auch darüber diskutiert hat. Ja. Und können Sie sich erinnern, ob in diesem schriftlichen Selektionsbefehl auch tatsächlich drin stand, dass die Selektion von zwei Ärzten durchzuführen ist, wie Sie sagten, von denen der eine die Selektionsüberwachung selbst und der andere insbesondere auch die Überwachung bei der Gaskammer durchzuführen hatte? Also ich weiß genau, dass von zwei Ärzten immer, dass während einer Selektionsphase, also während der Ablösung, immer von zwei in die Rede war. Ja. Weiß ich sicher, aber wie das, ich möchte, wenn ich da vielleicht etwas gesagt habe, vielleicht mich zu konkret ausgedrückt habe, dann möchte ich das widerrufen, was ich in der vorigen Verhandlung gesagt habe, in dem Sinn, ich kann das so genau nicht mehr rekonstruieren. Ich möchte zu bedenken geben, dass das nun die gute 20 Jahre her ist, dass ich von sehr vielen Seiten aus das immer wieder gesehen habe, dass ich selbst lange Zeit in Gefängnissen war und immer wieder gefragt worden bin darüber. Und das verwirrt sich so, dass man nur das, was einem persönlich angeht und wo man also genau sich mit, sagen wir mal, seelisch auseinandergesetzt hat, nur das kann man, glaube ich, ganz konkret sagen. Ja, können Sie denn nun noch sagen, ich meine, es ist immerhin ein recht ungewöhnlicher, in seiner Art doch wohl einmaliger Befehl gewesen, der Ihnen im Laufe Ihrer Dienstzeit bei der SS auf den Tisch geflattert ist. Können Sie sich denn wenigstens noch mit Sicherheit daran erinnern, dass sowohl von der Überwachung der Selektion als auch bei der Überwachung der Vergasung selbst die Rede war? Da weiß ich noch sicher, dass das immer sehr diminuiert wurde und das gesagt wurde, also über das Vergasen, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Da ist die Mannschaft eingespielt, die kann das und da brauchst du dich weiter nicht drum kümmern. Ja. Das weiß ich sicher, weil ich das natürlich als ersten Einwand gebraucht habe. Dass ich sagte, ich weiß nicht, wie man Menschen vergast. Ne? Also das kann ich sicher sagen. Sie haben bei Ihrer Vernehmung durch Herrn Staatsanwalt Vogel im Zusammenhang mit diesen Dingen davon gesprochen, es sei auch Aufgabe der Ärzte bei dem Selektionsdienst gewesen, darauf zu achten, dass sich die sonst bei der Selektion beschäftigten SS-Angehörigen nicht betranken. Ja. Können Sie vielleicht dazu etwas sagen? Das kann ich auch konkret sagen, weil ich also erstens gesehen habe, nicht wahr, dass sehr viel getrunken wurde dabei. Gab es da Rationen extra? Es gab extra Rationen, ja. Und die waren nicht sehr knapp bemessen. Und das wurde mir eben auch gesagt, dass das die Hauptaufgabe sei, da mitzuführen, weil man sich auf die Schutzhaftlagerführer in dieser Hinsicht nicht verlassen könne. Trinken alle sowieso alle besonders gern und es sei da öfter zu Tumulten gekommen.
Es ist Ihnen damals auch bekannt geworden, dass im Sommer 1944 nicht nur die Ärzte, sondern auch die übrigen im Sanitätsdienst beschäftigten SS-Führer, also Zahnärzte und Apotheker, am Selektionsdienst teilnehmen sollen. Ja. Würden Sie das bitte möglichst ausführlich schildern, was Sie daran noch erinnern? Also zunächst mal war das auch damit verbunden, dass man noch mal ganz energisch versuchte, Weber und mich mit in diesen Dienst einzubeziehen. Und damals hatte ich dann nichts mehr zu tun, das hat Weber abgebogen. Ich weiß im Einzelnen nicht, ob er da sehr große Schwierigkeiten hatte. Jedenfalls, das fiel für uns weg. Und wir sind in dieser Zeit natürlich auch möglichst wenig mit dem Kommandanten, mit dem Standortarzt, der das ja wollte, in Verbindung getreten. Und ich weiß, dass Weber, sobald er, dass er also auch mir immer dringend anlegt, jetzt ist ganz dicke Luft, jetzt schau, dass du so wenig wie möglich mit dem Wirt in Kontakt kommst. Und dann weiß ich aus dieser Zeit noch, dass Gerber, der junge Apotheker, sehr große Gewissenskonflikte hatte und mit mir das sehr oft besprochen hat und glaubte, wie er also da sich um die Sache drücken kann. Denn sich direkt zu weigern, das hatte er aus, ich weiß nicht, irgendwelchen Hemmungen, das hatte er das nicht zu tun. Aus der Unterredung ging aus der Unterredung hervor, dass Gerber am Selektionsdienst teilnahm. Ja. Ja. Ja, und was ist Ihnen in Erinnerung hinsichtlich der Zahnärzte und der Apotheker? Ja, ich weiß, dass die Zahnärzte dazu eingeteilt waren. Ob sie selektiert haben oder nicht, das wurde ich schon im letzten Mal gefragt. Und wenn ich mich also, ich habe darauf meine Erinnerung ganz genau noch erforscht. Und da muss ich sagen, ich bin zum Beispiel mit Frank, habe ich sehr gut gestanden in Auschwitz. Und ich sah zumindest einen guten Kontakt gehabt mit ihm. Aber ob er selektiert hat oder nicht, ob ich ihn auf der Range gesehen habe oder nicht, kann ich mit wirklicher Sicherheit nicht auf meinen Eid nehmen, weil ich eben öfter mit ihm zusammengekommen bin. Und ob ich ihn da unten gesehen habe oder nicht, mir wird das auch nicht sonderlich aufgefallen, da ich ja von dem Befehl wusste, wenn er da gewesen ist, nicht? Ja. Weil ich von dem Befehl wusste. Und weil es eben, wenn man schon ein Jahr lang in Auschwitz war, eine Selektion eben auch eine Routinesache war, wie vielleicht bei in anderen Berufen es auch sonst ist. Die Gewohnheit und die, ich glaube, das gleich zu Anfang immer gesagt zu haben, dass das normale Reaktionsvermögen in Auschwitz sehr, sehr bald erloschen ist und man konnte wirklich, wenn man auch wusste, was gut und böse ist, nicht mehr in der Form reagieren, weil die Begriffe verwaschen war. Wenn man sieht, dass auf der einen Seite, wenn man sich ständig in einem Milieu befindet, in dem Tausende täglich umgebracht wurden, und dass man sehr viel riskieren musste, es hat sich ja bei der letzten Verhandlung herausgestellt, zum Beispiel, dass Rode seinen ganzen Dienst in Frage stelle, dadurch, dass eben zwei Häftlinge bei einem Versuch oder ich weiß nicht wie viele gestorben sind, dann das ist nicht begreifbar für jemand, der unter normalen Verhältnissen zu denken gewöhnt ist, war dort aber eine Selbstverständlichkeit, also eine normale Voraussetzung. Ja. Aber außer